Andreas Pötzschner, ganz klarer Sieg mit Straum hat hier in Cottbus. Für Sie geht es sicherlich in diesem Jahr mit Ihrer Mannschaft nur um den Meistertitel. So habe ich das gehört, ja. Schätzen Sie die Chancen so ein, dass noch eine andere Mannschaft Sie schlagen kann? Wir sind eine ganz gute Mannschaft, ja, relativ geschlossen, was das Leistungsbild angeht. Also es ist nicht so, dass einer super herausragt, sondern wir gleichen uns relativ gut aus, auch an den verschiedenen Geräten. TGSA ist natürlich ein Gegner, auf den man immer aufpassen muss. Die anderen Jungs können auch was, da muss man immer aufpassen und vor allem den Wettkampf nicht unterschätzen. Und dann glaube ich aber, dass wir in der Lage sind, auch TGSA zu schlagen. Sie haben heute Ihren Superflieger nicht gezeigt am Reck. Warum? Ja, ich bin total grau noch von der ganzen Saison. Ich muss zusehen, dass ich überhaupt irgendwie am Reck dranhängen kann aktuell und versuche, meine Leistung irgendwie im Training abzurufen, so ein bisschen zumindest, damit ich eine Übung am Wochenende immer hinbekomme. Und das wird jetzt auch in den nächsten Wochen wieder besser werden. Natürlich der körperliche Zustand wird sich auch wieder ein bisschen verbessern. Und dann komme ich ja nochmal nach Cottbus hier zum Turnier der Meister und hoffe ich, dass ich dann vielleicht ein bisschen eine schwierigere Übung tun kann. Noch ein kurzes Wort zu Ihrer Ex-Mannschaft, den Cottbusern. Wie schätzen Sie die ein? Ah, ich finde das gut. Die machen das ja hier alles mit eigenem Nachwuchs. Das ist eine super junge Truppe, haben wir jetzt gehört, schon die jüngste der Liga. Und ich glaube, die werden ihren Weg gehen. Ja, sie haben es natürlich nicht ganz leicht diese Saison. Ja. Das sind einige Mannschaften, die sind ungefähr gleich stark, mit denen sie zwischen dem kleinen Finale und dem Abstieg kämpfen werden. Und wir hoffen einfach mal schon alleine aus dem Grund, weil ich auch aus dem Osten dieses Landes komme, dass Cottbus in der Liga bleibt, als einzige Ostmannschaft. Ja, das ist schon nochmal sehr wichtig. Heute gab es eine klare Niederlage gegen Straum, die war so zu erwarten. Wie sind Sie mit der Leistung so Ihrer Mannschaft zufrieden? Ja, das war auf alle Fälle, na gut, dass wir verlieren, das war eigentlich klar. Aber ich bin stolz auf die Mannschaft, wir haben uns relativ gut präsentiert, besser als letzte Woche, würde ich sagen. Auch wenn wir am Anfang zwei Sturz halt in Kauf nehmen mussten, aber es passiert. Auch mit mir am Pferd war jetzt, aber mein Trainer hat gesagt, ich soll alles probieren. Habe ich versucht, ist am Reck leider auch nicht geglückt. Und ansonsten waren wir halt stabiler auf alle Fälle und deswegen bin ich eigentlich sehr zufrieden mit meiner Mannschaft heute. Kurzes Wort zum Reck, dieser Absturz. Sie haben trotzdem das Element danach nochmal getont. Wie wichtig ist das denn für den Kopf? Naja, es ist relativ, also für mich ist es sowieso wichtig, weil das ist halt immer so ein Beweis. Es tut nicht weh runterzufallen, auch wenn er jetzt in der Weichmatte war, aber halt auch, dass ich das Element kann. Es war zwar nicht so gut wie beim Training, aber ich kann es halt trotzdem. Und ich bereite mich auch schon ein bisschen aufs nächste Jahr vor, weil der neue Kunde von Tarsch rausgekommen ist. Und da ist es halt wichtig, dass ich jetzt schon anfange, das so zu machen. Ihr Kollege Devin Wotella hat gesagt, das kleine Finale sollte dieses Jahr möglich sein. Wie gut sind die Chancen, da hinzukommen? Das kommt halt immer darauf an, wie wir uns halt in wichtigen Wettkämpfen anstellen. Wir haben gegen TGSA wichtige Punkte gemacht, die uns vielleicht helfen könnten. Und naja, wir werden sehen, wie die nächsten 4-5 Wettkämpfe laufen und dann mal schauen. Ich halte mich da mal ein bisschen zurück. Thank you.
glauben, dass die beste Übung jetzt gelingt.